So, und damit herzlich willkommen zu Diablo 4. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, was das hier wird. Ob das hier ein voller Playthrough wird oder ob das nur ein reingezockt wird, dass wir uns das Spiel mal zusammen angucken. Ich dachte, ich nehme mal wieder was auf und spiele das Spiel jetzt auch zum ersten Mal. Also heute ist der Start des Early Access. Und ja, ich werde, glaube ich, ein bisschen was erzählen, so wie ich das Game finde, vielleicht auch noch so ein bisschen die Vorgänger was zu erzählen. Und ja, schauen wir mal direkt rein, würde ich sagen. Ne? So, ich habe mir schon vorher natürlich überlegt, ich spiele wie immer Zauberin. Und da man in den alten Diablos auch immer nur einen weiblichen Zauberer hatte, bleibe ich der Tradition treu und nehme jetzt auch wieder einen weiblichen Zauberer und eine Zauberin. Ist einfach. Ja, finde ich einfach cool. Ich weiß nicht. Ja, es ist natürlich die Charaktererstellung. Oh Gott, das. Da kann man natürlich jetzt auch wieder Stunden mit verbringen. Komm, fangen wir einfach mal an. So, was ist das denn jetzt? Das ist das Gesicht. Ja, ich will auf jeden Fall so ein richtig böse, eine Bad Bitch haben. Kannst ja wirklich alles. Ach, das ist ja auch cool mit den Flecken. Ja, ich finde so, die muss schon so ein bisschen gesunde Kellerbräune haben. Ja, so normal eigentlich, ne? Aber vielleicht dann so extrem helle Augen. Strahlendes Weiß. Ja, ich will schon eher so ein bisschen bläulich eher. Und also grün ist auch geil, irgendwie, als Zauberin. So ein helles Grün, komm. Das sieht gut aus, das nehmen wir mal. So, die Frisur, ich mach mal die erste. Ja, okay, das ist gar keine Haare. Ey, so ein bisschen so Afro-mäßig. Das sieht aber auch komisch aus hier, ne? Ach, guck mal, das sieht aber komisch aus. Also die Textur, die da draufgelegt haben. Na gut. Ja, ich einfach so. Ich meine, die soll ja auch ein bisschen hot sein, ne? Soll ja schon die Männer da um den Finger wickeln. Also kurze Haare ist auch cool irgendwie. Aber die sind irgendwie. Ja, das ist irgendwie. Ich weiß, passt irgendwie zu einer Zauberin. So lange Haare, ich weiß es nicht. Gesichtsbehaarung, oh Gott. Ach so, ist. Ohne Augenbrauen ist auch creepy. Ich weiß, es sieht irgendwie ganz komisch aus. Die Augenbrauen. Jetzt, wo man es erstmal gesehen hat, kann man es auch nicht mehr wegsehen. Nee. Ich weiß, ich habe da überhaupt gar keine Präferenz, ne? Ist mir eigentlich relativ egal. Ich meine, man sieht das sowieso später nicht. Haarfarbe muss aber eigentlich komplett schwarz sein, ne? Ach, das ist schon das. Ach, schwarz-weiß. Was gibt es hier so ein tiefbraun? Nee, komm, komplett schwarz. Machen wir das. Wollen wir uns jetzt auch nicht allzu lange aufhalten? Okay, Schminke, oh Gott. Ach, das ist so ein bisschen hier die Augen, die geschminkt sind. Ja, das sieht geil aus. So, gucken, was mir da am besten gefällt. Wie gesagt, das sieht man eh nicht. Ich fand so das finde ich, glaube ich, cool. Das ist halt schon viel, aber nicht so übertrieben, ne? Wie das hier jetzt. So, Schmuck machen wir natürlich auch. Das gehen wir auch alles durch. Ah, das sind Ohrringe und alles cool. Ja, das gefällt mir schon mal, ne? Muss ich sagen. Also Nase, Ohren. Ja, das ist ja schön. Ich weiß gar nicht, ob man das noch ändern kann. Ja. Ja, ich weiß irgendwie, wie gerade so ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das waren. Ja, ich weiß, es ist irgendwie too much.
Gefällt mir irgendwie, wenn die so ein bisschen Klasse hat, meine Zauberin. Das ist ja irgendwie cool. Ich weiß es nicht. Auch hier und so. Das gefällt mir auch. Das ist so ein bisschen. Ja, weil ich gar nicht mehr dazu sagen soll. Komm, wir lassen einfach mal das hier. Und Bemalung. Nee, ich weiß nicht, Bemalung finde ich irgendwie immer affig. Finde ich irgendwie immer affig, Bemalung. Gibt es ja auch nicht mal schwarz. Ach so, doch hier. Ist ja so wie Tattoos, ne? Ich blicke hier auch gar nicht durch. Ach, das sind verschiedene Seiten. Nee, das ist irgendwie alles nix. Ja, das ist schon irgendwie cool. So für einen Zauberer gerade auch. Sieht so ein bisschen nordisch aus. Ich meine, so ein Tattoo kann man schon mal machen, ne? Aber man muss ja auch nicht übertreiben. Direkt. Ja, das ist mir alles too much. Ich meine, im Endeffekt siehst du das alles eh nie wieder. Sobald du die erste Rüstung gefunden hast. Okay. So, ja, Hardcore machen wir nicht. Hardcore ist, wenn man einmal stirbt, ist der Charakter sofort weg, ne? Namen habe ich mir auch schon überlegt. Und zwar Chanel. Ich finde, der hat so ein bisschen irgendwie klasse. Hier wie dieses Parfüm Chanel, Coco Chanel. Und ich weiß gar nicht, ob das mit zwei N geschrieben wird, ehrlich gesagt. Aber ich finde, das ist auch so, das heißt ja auch kanalisieren, auf Englisch, was ja auch so zaubern ist. Und ich weiß, es ist irgendwie, gefällt mir der Name gerade. So, deswegen nehme ich den einfach, mir fällt nichts Besseres ein. So, was machen wir hier? Unterstützung, ausführliche Tutorials. Nee, komm, das brauchen wir nicht. Vor allem für euch ja auch nicht, habt ja mich, ich alter Experte. Und Schwierigkeitsstufe werde ich auch auf 2 machen, Veteran. Ne? Ich bin ja auch jemand, der viel Erfahrung hat. Ja, kann man aber hier auch ändern. Ich habe übrigens auch schon die Beta gespielt und kenne mich da aus. Oh, ich muss noch hier Firewall. Das gucken wir uns jetzt aber an. Zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Da geht der Ton weg, wenn man hier aus dem Fenster rausgeht. Ja, die Grafik ist auf jeden Fall schon mal nice. Ich bin mit den Haaren nicht so zufrieden. Guck mal gleich in den Shop. Ob's da Haare gibt. Oh Gott, jetzt das Pferd weg. Ach so, ja, genau. Man kann auf jeden Fall reiten in dem Spiel. Er sieht mir jetzt schon doch zu böse aus. Den Charakter, den ich gemacht habe. Ich wollte eigentlich jemanden Sympathisches haben. Ja, vielleicht überarbeiten wir das nochmal. Aber vielleicht ist man auch einfach böse. Oh Gott, was haben die mit meinem Pferd gemacht? Bind ihr?
Angestrengtes Atmen. Ja, kann die nicht zaubern, dass ihr warm wird? Irgendwie so ein Feuerball oder so. Oh oh. Ah, okay, alles klar. Das habe ich. So, meine Lieben, ja, da ist direkt wieder mehr passiert. Da habe ich noch einen Anruf bekommen und ja, weiß nicht, dann ist OBS abgestürzt, bzw. die Kamera hat wieder Faxen gemacht. Ja, aber ich denke, ich hoffe, dass jetzt alles passt. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe das jetzt auch mal geändert, dass ich jetzt hier in einem Fenster bin. Könnt ihr gerne mal sagen, ob ihr das besser findet, weil ich fand das irgendwie immer so ein bisschen störend, dass das so geflackert hat in den letzten Aufnahmen. Ja, vielleicht mache ich das Fenster noch ein bisschen kleiner, aber im Spiel hier ist jetzt auch nichts, was die Sicht verhindert, ne? So, jetzt laufen wir schon mal rum. Also ich kann hier schon. Oh, hier sind schon die ersten Gegner. Die hauen wir natürlich weg hier. Mal ein bisschen leiser hier. So. Genau, auf Leertaste kann man so ein Dash machen. Das ist auf jeden Fall neu. Und ja, ich werde jetzt auch die Story mal verfolgen. Das habe ich in der Beta auch alles geskippt, ne? Haben wir jetzt Zeit. Ja, kein Rush. Auch wenn das Diablo immer so ein bisschen, ja, ich da schon versucht bin, effizient zu spielen. Man will ja schon das Maximale rausbekommen. Aber für den ersten Playthrough kann man sich ruhig Zeit lassen. So, guck mal, da sieht man schon irgendwie Draxel. Ist das irgendwie ein Freund von mir aus meiner Freundesliste oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe so viele Freunde, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie die alle heißen. Gerade wenn sie Drahtäler heißen. Ja. Also die Straße ist blockiert, okay. Hier kommen wir also nicht lang. Also dieses Diablo 4 schließt ja an Diablo 3 an. Und ja, ich kann ja vielleicht nochmal kurz die Geschichte zusammenfassen, ne, was bisher passiert ist in Diablo. Also in Diablo 1, ja, ich will jetzt auch nicht die ganze Vorgeschichte, die ich sowieso nicht so gut kenne, erzählen. In Diablo 1 geht es ja um das Dorf Tristram, ja, wo es dann diese Kirche gibt, wo. Ja, im Endeffekt ganz unten Diablo auf einen wartet, den man dann besiegt. Und im zweiten Teil ist dann quasi der Held, den man im ersten gespielt hat, wird dann zu Diablo. Da gibt es auch ganz tolle Zwischensequenzen von. Der zweite Teil wurde ja auch erst. Der zweite. Ist wild. Ja, der zweite wurde ja auch vor kurzem erst geremaked. Komm, wir gucken erstmal hier weiter. Hallo? Er wird gebissen? Ja, den muss man eigentlich töten, ne? Was geht hier vor? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderin. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Sven. Der Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen. Töten uns alle! Töten uns alle! Ruinen? Wovon redet er? Fängt ja schon mal gut an, ne? Okay. Jetzt müssen wir hier immer auf die Alte warten. Etwas
Böses regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Ja, dann können wir ja mal in die Ruinen im Norden können wir abchecken. Na, hier ist schon ein Händler, ne? Hier ist es nicht sicher. Endlich etwas Schutz vor dem Sturm. Was ist das für ein Ort? Was ist mit dem Mönch? Ja, wir reden jetzt auch nicht viel zu drum rum, ne? Oh Gott. Ja. Oh, Stufe 2 sind wir schon. Ja. Aber ich wollte auf jeden Fall noch sagen, wir sind ja nicht zum Reden hier, wir sind zum Kämpfen hier. Wir können jetzt hier mit allen noch quatschen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das machen wollt oder sehen wollt, dann macht selbst. Oder guckt euch jemand was anderen an. Ich, ja. Kann man machen, aber ich, wenn man da Bock drauf hat. Ich kann ja mal mit einem reden hier. Mit wem rede ich denn? Der Heiler? Ja, komm, ein Waffentypen. Nee, der sagt auch gar nichts. Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Wenn Dev mir den ganzen Platz. Ach, die sagen nicht so viel. Wer ist denn Dev mir? Das Feuer sieht gut aus, aber ich sollte es noch im Auge behalten. Nicht, dass es ausgeht. Ja, gut. So, jetzt können wir auch schon unseren ersten Skill hier auswählen auf Level 2. Ja, da kann ich auch mal ein bisschen was zu erzählen. Ich habe das ja schon in der Beta gespielt. Also es funktioniert so, es gibt hier diesen Fähigkeitenbaum, der halt immer weiter freigeschaltet wird, umso mehr Level man hat. Und genau, das sind jetzt quasi hier die Basisfähigkeiten. Und hier sieht man dann halt so, das sind Sekundärfähigkeiten. Hier sind so Schilde und so Auren und sowas. Und dann kommen hier Beschwörungen dazu und anderen Kram noch, den man später bekommt. Und die Sachen haben alle so Keywords. Ne? Zum Beispiel unten steht jetzt Feuerschaden. Hier steht Blitzschaden, Kälteschaden, nochmal Blitzschaden. Und die Sachen stehen hier auch. Ne? Und dann ist teilweise, ja genau, das hier sind so Erweiterungen zu den jeweiligen Spells. Aber man hat dann teilweise halt auch noch so erhöht den Feuerschaden, wenn du dann halt hier nochmal Feuersachen nimmst. Also es lohnt sich schon, dann auch bei einer Sache zu bleiben, ne? Wenn man jetzt auf Feuer geht oder auf Eis oder auf Blitz. Aber es gibt natürlich noch interessante Sachen, die zu mischen, ne? Aber meistens hat man Synergieeffekte, wenn man bei einer Sache bleibt. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie gucken, was Meta ist, was ist das Stärkste von den Zahlen her, sondern ich probiere einfach aus und gucke, was mir Spaß macht. Ich finde Einfrieren finde ich immer cool. Also eine Eismagierin habe ich früher immer gespielt mit so einer Frostbeere. Das war richtig cool. Die kann halt später auch so Blizzard und alles. Aber Feuer ist natürlich auch geil. Ne? Vor allem du kriegst später hier diese Feuerhydras. Ne? Die kannst halt beschwören und die greifen dann immer weiter an. Und ja, ich bin mir aber ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob die irgendwie ja, weil ich nicht stärker werden, wenn ich jetzt noch irgendwie Feuer mache. Ich glaube, man kann hier eh nicht allzu viel falsch machen. Man kann es ja auch wieder respecken, ne? Gerade am Anfang. Und wir nehmen jetzt einfach mal den Feuerblitz hier, ne? Da ist er ja schon. Und dann schauen wir uns mal hier die Gegend an. Haben wir eigentlich schon Equipment? Ne. Oh, da kommt ein Bär. Ja. Der hat natürlich gegen unseren Feuer... Blitz, keine Chance. Oh, und auf Q ist die Heiltränke, ich weiß gar nicht, ach, die laden sich gar nicht von alleine auf, aber die findet man halt hier en masse. Ach, guck mal, das ist interessant, der brennt und stirbt dann quasi auch. Huch, jetzt habe ich aus Versehen meinen, genau, hier sind so Freunde. Gott, schon 25 Leute, ihr seid echt krank. Ist ja auch schon um 0 Uhr rausgekommen. Ach, guck mal, die brennen, die muss man eigentlich einfach nur abwarten, bis sie dann umfallen. Ja, okay, ja, cool. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung.
Ja, ich bräuchte eigentlich so den Primär, der dann Feuer macht, dann bräuchte ich noch was, ein bisschen mehr Schaden macht. Also was immer gut ist, du hast einen Spell, der auf einen konzentriert geht und halt auch einen Spell, der mehrere Gegner gleichzeitig trifft. So, ja, jetzt sind wir hier schon im ersten Dungeon. Ja, sieht auf jeden Fall mega cool aus, das Game, richtig düster. Eigentlich müsste ich bei mir auch das Licht ausmachen. Habe ich auch festgestellt, dass eigentlich so das dann viel besser wirkt auf dem Bild der Webcam, wenn das Licht aus ist und man nur eine Lichtquelle hat. Aber jetzt gerade geht's auch. So. Ah, sind wir gleich Level 3. So. Ach, wir kriegen noch gar nicht jetzt hier die anderen Spells, ne? Ja, das ist natürlich dann geil, ne? Eine Kugel. Oh, also cool. Jetzt kann man den entweder stärker machen. Der macht gerade wie viel Schaden? 3 Schaden und dann nochmal 12. Nächster Rang. Ist es dran 3 Schaden mehr? Ne, jetzt dann immer noch 3 Schaden. Und das ist dann nur ein Brandschaden mehr? Ah, guck mal hier. Feuerblitz durchschlägt brennende Gegner. Das ist eigentlich das, wo ich mir gerade dachte, das ist ja blöd, dass das dann nicht durchgeht. Und hier ist das so, hier kann man sich dann einen von beiden nur aus, und man kann nicht beide nehmen. Also entweder das erzeugt 2 Mana, wenn es einen brennenden Gegner trifft, oder kritische Treffer erhöhen den Verbrennungsschaden. Ja, das ist natürlich dann auch geil für die Synergieeffekte, ne? Aber wir nehmen erstmal das hier. Und dann gucken wir gleich mal weiter. Man kann theoretisch ja auch mehrere Primärfähigkeiten machen. Achso, ja, genau. So, diese Primärfähigkeiten, die kosten nie Mana, sondern bringen halt eher Mana, ne? Und die alle anderen Fähigkeiten, die geben das halt jetzt aus. Aber da wir sowieso noch keine Fähigkeiten haben, die Mana verbrauchen, ist es gerade auch egal. Das ist halt so ein bisschen dieser Gameplay-Loop, den es seit dem dritten Teil gibt. Dass man halt mehrere Skills hat. Da muss ich aber gleich echt mal überlegen, ob ich dann mehr Mana will, was natürlich am Anfang sowieso noch nicht notwendig ist, oder dann halt mehr Verbrennungsschaden, was dann die anderen wieder stärker macht. Aber ich sag mal so, ganz ehrlich, man kann am Anfang sowieso nicht allzu viel falsch machen. Ach guck mal, hier sind so Fässer. Die kann man wahrscheinlich. Ja, das war ein bisschen spät. Ach, die brauchen auch noch ein bisschen. Ja, aber das ist ja trotzdem cool. Dann kannst du die einmal alle so ancasten. Und dann kannst du schon dich um die nächsten kümmern. Ah, okay, das explodiert dann, macht dann Flächenschaden. Und dann brennt es hier oder was? Okay. Ja. Ich finde, es ist irgendwie ein bisschen dunkel, das Spiel. Aber vielleicht gehört das auch zur Atmosphäre dazu. Gucken wir doch mal, wer hier ist. Hab euch schon gesehen. Ja, das ist echt cool mit dem Durchschlag. Guck mal, jetzt kann ich hier einfach reinlatzen. Ach, guck mal, der hat sogar ein Schild. Aber ich meine, mehr Schaden wäre natürlich auch nicht schlecht. Gott. Ah, das ist schon ein Elite-Gegner. Der hat hier den Skill, das seht ihr, wenn ich mit da drauf gehe, Teleporter. Das heißt, der. Ja. Wie der Name sagt, ne? Also bei Diablo 3 war das so, dass auf höheren Stufen die dann mehrere dieser Fähigkeiten haben. Aber diese Elite-Gegner, die droppen natürlich auch immer geilen Loot, ne? Wie man jetzt hier sieht. Für die Leute, die es nicht wissen, die blauen Sachen, die haben immer, das sind magische Gegenstände, die haben immer noch einen Buff drauf. Ne? Zum Beispiel, der hat jetzt plus 7 Stärke. Und ja, die Sachen haben halt sonst eine Rüstung. Stärke, das sind halt, ist halt einer von diesen Grundattributen. Das sieht man hier, wenn man hier drauf geht, erhöht die Rüstung um 16. Und wenn du, also bei Diablo 3 war das so, wenn du ein Barbar bist oder ein Kreuzritter, dann erhöht das deinen Schaden. Und bei mir ist da der ausschlaggebende Wert als Zauberer ist Intelligenz. Ne? Genau, erhöht den Fähigkeitsschaden um 1%.
1,2%, das ist wahrscheinlich dann bei 20 Intelligenz sind es wahrscheinlich 2%. Und Widerstand ist das, was halt jeder Charakter bekommt. Ne? Widerstand ist halt, ja, Schaden halt, ne? Ob das jetzt irgendwie Feuer ist oder Blitz. Und so sieht man das hier auch irgendwo. Das kannst du hier halt alles nachgucken, ne? Genau, das ist hier dieser Widerstand, ne? Da habe ich ja 0,6, deswegen habe ich auch überall 0,6, ne? Rüstung ist halt, genau, wie viel Prozent des physischen Schadens wird reduziert? 50% sind das. Und ja, hier kannst du halt noch alles Mögliche nachgucken, ne? Wichtig ist halt wirklich hier den Waffenschaden und so. Und für mich wichtig ist auf jeden Fall viel Intelligenz zu haben. So, als Zauberin ist man ja generell, sag ich mal, im Multiplayer auch weiter hinten mit seinen Fernangriffen und kriegt sowieso nicht so viel Nahkampfschaden ab, sondern eher dann die Zauber, wenn überhaupt Schaden. Und ja, da macht das schon Sinn, dass halt ein Nahkämpfer wie der Barbare auch mehr Rüstung hat. Aber man kann das natürlich trotzdem auch so skillen, aber eigentlich versucht man sowieso immer so eine Glaskanone zu machen, dass man möglichst viel Schaden raushaut, ne? Aber ich muss sagen, der Feuer gefällt mir schon mal richtig gut. Ich hatte das letzte Mal Eis gemacht. Das kann man natürlich auch alles nochmal ändern, wenn man da Bock drauf hat. Ist ja auch so ein bisschen, denke ich mal, davon abhängig, was für Ausrüstung man bekommt. Wenn ich jetzt irgendwie einen Gegenstand finde, der mir irgendwie doppelt so viel Eisschaden macht, dann nehme ich den natürlich, ne? Dann skill ich sofort um, wenn mir das Leben einfacher macht. Aber ja, ich bleib erstmal dabei. So, das sieht schon stark. Ne, ich dachte schon, jetzt kommt hier so ein kleiner Boss oder was. Aber hier geht's scheinbar weiter. Ach, ich bin auch schon Level up, sehe ich gerade. Kann ich gleich mal machen. So. Ach, guck mal. Kann ich jetzt. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier schon sogar den nächsten Skill auswählen. So, jetzt entweder Flammentod oder Feuerball. Mana kosten 40. Also Mana haben wir 100. Das hier steht auch gar nicht, wie viel Mana man da bekommt. Und der Flammentod. Ach, das ist so ein. Ah, guck mal, da wird kanalisiert. Wie hier, habe ich ja eben gesagt. Chanel, die Kanalisiererin. Eigentlich müsste ich das nehmen. 14 Schaden pro Sekunde kostet 25 pro Sekunde. Und der kostet 40, macht aber nur 18, aber dafür für mehrere. Aber der erhöht sich sogar noch, der Schaden. Ja, pass auf, ich probiere das mal aus. Ich probiere es aus. Und wir haben ja sogar hier diesen Skill oder die Modifikation, dass Leute mehr Verbrennungsschaden bekommen. Ach ne, kritische Treffer. Ja, das ist natürlich auch dann nicht so oft. Kritische Treffer kann man auch hier irgendwo, genau, 5%. Also sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber es ist natürlich trotzdem dann, wenn man es darauf auslegt, möglichst schnell viele Gegner zu besiegen, 5% ist natürlich dann auch gut. Ach, guck mal, es hat sogar eine richtig gute Weichreite hier. Genau, das Mana ist schon leer. Ja, was ist irgendwie. Hat irgendwie nicht diesen Wumms, ne? Dass du einen, ja, wie ein Feuerball jetzt draufhaust und alle tot sind. Aber es ist trotzdem stark. Ich glaube, ich behalte das erstmal. Es gab auch in Diablo 3 so einen ähnlichen Zauber, der eigentlich auch ganz cool war. Aber es kostet auch ehrlich gesagt schon relativ viel Mana. Finde ich. Es ist schon sehr schnell leer.
Mörser hat er. So, Mörser, dann haut er hier so Sachen rein. Was mich mal interessieren würde, ist, ob der Feuerschaden stackt, ne? Aber ich glaube eher nicht. Das ist ja schon so, dass er 12 Schaden, dann 8 Sekunden bekommt. Ob wenn man dann nochmal einen Feuerblitz drauf hat, ob er dann 16 Sekunden 24 bekommt. Oder ob es dann in der Zeit mehr wird. Irgendwie 8 Sekunden 16. Ja, aber die sind ja so schnell tot alle, dass es irgendwie auch egal ist. Guck mal, da liegt noch Gold. Das nehmen wir natürlich mit. Das brauchen wir noch. Ich könnte auch nochmal gucken. Die Schuhe sind besser. Ist eigentlich alles besser. Ja. Das haben sie auch geändert, dass es gar nicht mehr so unterschiedlich große Slots gibt, sondern es gibt jetzt eine Einheitsgröße an allen Slots. Ja. Das gibt aber auch hier für andere Verbrauchsgegenstände noch Slots. Zum Beispiel, was ich gesehen hatte, ist, dass es in der Stadt Tränke gibt. Die kommen dann in diesen Verbrauchsslot. Da gab es sogar einen Trank, dass man, beziehungsweise hatten eigentlich alle Tränke, dass man mehr XP bekommt. Also sollte man eigentlich gucken, dass man immer diesen Trank aktiv hat. So. Schon wieder kein Mana. Ja, das ist so das, was man dann immer hört, wenn man da drauf drückt. So. Kann man das kaputt machen? Ja. Muss man aber nicht. Aber es war ja auch in Diablo 3 so, dass du auch so in der Umgebung Sachen zerstören konntest. Zum Beispiel irgendwie Deckenleuchter, der dann auf die Gegner draufgefallen ist. Ja, das ist natürlich dann auch nice. Aber ich muss sagen, dieser Flammentod, der gefällt mir echt gut. Haben wir gut zusammen ausgewählt. Habe ich da irgendwas verpasst? Achso, nee, das ist hier nicht auf der Map gewesen. Ist aber schon relativ groß jetzt, das Dungeon, ne? Kann man nicht reinzoomen, ja. Ah, es sieht aber echt gut aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ein enthaupteter Priester, oh Gott. Ja. Ja, ausweichen ist natürlich das A und O bei so Attacks. Das ist halt so, was man als Gamer natürlich schnell lernt. Jetzt beschwört er da seine Mobs. Das ist natürlich auch das, was jeder Gamer weiß. Immer zuerst die Ads killen. Außer man, es juckt halt einen nicht. Und man ist so stark. Oh, jetzt muss ich auch schon die Heiltränke hier mal mitnutzen. Was sieht nicht danach aus, als wenn die, wenn die Feuerblitze stacken. Hey, wo ist er denn? Ach, da. Hier liegen so viele Heiltränke rum. Aber ich hatte auch in der Beta schon mal, dass ich gestorben bin. Da bin ich aber auch mit einem Kumpel relativ weit schnell durchgerusht. Und ein bisschen unvorbereitet daran gegangen an das Ganze. Aber ich finde dafür, dass es hier Veteranenstufe ist, ist es schon relativ einfach, ne? Haben wir die ganze Zeit voller Heiltränke. Also muss man wirklich hier in jeden Feuerstrahl reinlaufen und in jede Attack. Komm. Es geht aber echt schnell, wenn man nicht ausweicht. Ich dachte so, ja, jetzt komm, jetzt ist er eh gleich tot. Da haben wir schon den ersten Lehrlingszauberstab. Der ist bestimmt gut. Ja, Schaden pro Sekunde. Hier ist sogar noch einer. Ist der Zweihand? Ja, genau. Aber der ist natürlich trotzdem stärker.
Hier dieser Schaden pro Sekunde, da kann ich auch mal drauf eingehen. Also eigentlich ist so der Waffenschaden immer das Wichtigste. Ja, wo sehe ich das denn jetzt? Genau, Waffenschaden. Und dann wird das multipliziert mit dem... Was ist das denn? Genau, Angriffsstärke. Der Wert basiert auf euren offensiven Werten in Kombination mit dem Schaden und Geschwindigkeit eurer ausgerüsteten Waffe. Ne? Also wenn ich jetzt mal hier eine andere Waffe nehme, ist viel weniger. Also seht ihr ja schon, was das für ein krasser Unterschied ist. Ne, 30. Hier kriegt man natürlich jetzt noch mehr mit dem daneben. Aber das ist immer der wichtigste Wert. Ne? Deswegen ist der auch so prominent hier zu sehen. Es gibt natürlich auch Sachen, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas habe, was Intelligenz hat, das erhöht natürlich dann den Angriffsschaden auch, ne? Weil das hier der Intelligenz, genau, erhöht den Fähigkeitenschaden. Also es ist natürlich dann auch wieder hier der Fähigkeit. Genau, jetzt steht da 31 Schaden und hier 6. Das waren ja vorher, waren das ja, ich glaube, 25 mit dem anderen Stab. Sieben sogar. Also man sieht schon, was das für einen krassen Unterschied macht, eine richtige Waffe zu haben und gut ausgerüstet zu sein. So, hier kann man raus. Also, das habe ich bei Diablo 3 auch immer so gemacht. Einfach dann, wenn man beim Schmied war, gerade am Anfang, wenn man anfängt, alles verkaufen und sich eine geile Waffe kaufen. Weil Waffe ist das Wichtigste. Und dann halt gucken, dass man viel Intelligenz hat oder den anderen Wert. So. Belohnung bitte. Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht! Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft und... Bleibt auf ein Getränk. Spül den Eintopf damit herunter. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Ja, okay. Aber wird schon gefeiert. Das ging aber schnell. Die Gegend wird von Dämonen überrannt und wir saufen uns erstmal ein und tanzen hier. Oh, oh. Schon ein bisschen schwummrig, ne? Oder haben die uns da was ins Getränk gekippt? Creepy. Ja, das war scheinbar geplant. Ja, die hätten ja wenigstens mal mich da so hochziehen können, dass jetzt sich die Füße da über den Boden schleifen. Minimal effort. So betrunken war ich gestern auch. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber so geschlafen habe ich. Ich sah an meinem Leichnam und aus meinem Mund kroch Hass. Ein Vater verbrannte seine Kinder auf einem Scheiterhaufen und eine Mutter formte. Jetzt war ich zu langsam. Auf jeden Fall irgendwas Diabolisches. Ich sah, wie ein Schwachen erstarken, ein Rudel Lämmer, der sich an Wölfen labte, Tränen aus Blut regneten auf ein Wüstenjuwel und der Weg der Hölle entzweigte. Oder entzweite sich. Ich müsste selber lesen, ich bin zu langsam gerade. Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses und er, der gefesselt war, wurde befreit. Ratmas Prophezeiung. Dieser Ratma ist doch auch irgendwie so ein, weiß ich gar nicht. Hatte der nicht so ein Archiv oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie sagt der Name mir was. Oder es gab so ein Artefakt oder so. Das ist aber auch schön hier, ne, in der Scheune.
Der Oswin. Beim Blut der Mutter. Beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Och nö. Nicht in den Mund. Ich glaube, du bist derjenige, der gleich stirbt. Ist noch nicht so weit. Och, krass. Palm in die Fresse. Da hat er uns mal den Arsch gerettet, ne? Ja, viel halten sie ja nicht aus. Mehr Rüstung und Widerstand gegen Kälte. Ja, danke dir, ne? Stufe 5. Oh, jetzt könnten wir natürlich noch den Feuerball dazu. Haben aber hier keine Slots, ne? Genau, wir haben auch 7 Fähigkeitspunkte. Wir machen das stärker. Von 31 auf 34 Schaden. Oder während des Kanalisierens von Flammtod verbrennt ihr Gegner um euch herum und fügt ihnen 15% des Schadens pro Sekunde zu. Das macht es natürlich auch nochmal stärker, ne? Ach nee, um uns rum. Dann hat man wahrscheinlich hier so an der Seite noch. Er ist eigentlich auch cool. Also das macht man ja sowieso früher oder später, um hier an die Dinger zu kommen. Dann machen wir das direkt, ne? So. Mehr gibt's noch nicht. Hier liegt noch Gold. Ach, der kommt jetzt mit, der Jupp hier. Der Josef. Was willst du denn? Ist das der Waffenhändler? Das sind tatsächlich die Leute, die jetzt hier in der Kneipe waren. Ja, ist doch schön. Das waren alle, bis das Licht so will. Ja, wir haben jetzt hier schon ein paar blaue Sachen am Start. Das ist natürlich geil, dass wir die Waffe eben gefunden haben, ne? Wahnsinnig. Achso. Diese Ketzer haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuchte, in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen und... Boah. Welch Übel ist das? Blüten? Aus Blut? Sie müssen sie mir gegeben haben. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Diese Frau, die sie angeführt hat, könnte den Schlüssel haben. Wo ist denn diese Frau? Da liegt sie. Da ist er doch. Okay. So, Juff, bleib mal hier schön hier. Ich kümmere mich darum. Das wird erledigt. So, also wie gesagt, nochmal zu dem Format jetzt hier, was ich gerade aufnehme. Ich bin mir jetzt nicht... So wie die, die mir eingeflößt wurden. Ist das echt? Oh Gott. Jetzt hat man irgendeine Vision noch.
Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Bei uns in der Kirche. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr zecht und zockt. Ihr begehrt und stehlt. Schändlich. Sünde ist ihr Geburtsrecht. Ja. Kinder, die Herrscher der Hölle wollen unsere Welt verschlingen. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht in freiester Sünde. Ja, da freuen sie sich. Widersteht! Widersteht ihrer Versuchung! Ui, das ging aber schnell. Barney, ich bin es. Ich habe euer Kind in diese Welt gebracht. Wir haben sich ja schnell vom Licht abgewandt. Besessen schon. Ja. Ja, und Lilith ist ja der große neue Antagonist in dem Spiel. Kann ich ja mal ein bisschen was zu erzählen, also Elias. Die hauen da immer weiter auf die Leiche ein. Ihr seid zu euch gekommen, dem Licht sei Dank. Bin ich hier? Bin ich hierher gekommen? Ihr seid dort drin zusammengebrochen. Ich dachte, die Dunkelheit hätte euch verschlungen. Ich habe euch hierher geschleppt und diesen verfluchten Ort niedergebrannt. Was ist euch dort zugestoßen? Ich sah eine Vision. Ein gehörnter Dämon. Sie sagte, die Herrscher der Hölle nahten heran. Sie wollte den Menschen dabei helfen, zu überleben. Helfen? Sie nannte sie ihre Kinder. Und sie begrüßten sie wie eine Mutter. Mutter? Nein, das kann nicht sein. Ich muss der Kathedrale Bericht erstatten. Hör zu. Im Osten befindet sich ein Eremit, ein Mann mit fragwürdigen Loyalitäten, aber er kennt das Verbotene. Er könnte nützlich sein. Bringt ihn zur Kathedrale in Kjovashat, dann werdet ihr die Gunst des Lichts erhalten. Okay, machen wir doch gleich. So, also genau, Lilith ist ja der neue Antagonist, sage ich jetzt mal, augenscheinlich. Und sie ist die Tochter einer der drei großen Übel, Mephisto. Mephisto ist auch ein Boss im zweiten Teil gewesen. Es gibt die drei großen Übel, sind halt Diabolo, ne, der namensgebende Gegner, große Gegner des Spiels. Dann halt Mephisto und Baal. Baal gab es auch im zweiten Teil als Endgegner von der Erweiterung.
Und dann gibt es noch, wie heißen sie, Anduril, jetzt wollte ich schon sagen Maltael, aber Maltael ist so ein gefallener Engel. Wie heißen die denn? Andariel? Fällt mir jetzt nicht ein, also Duriel. Wie heißt denn der eine? Mephist? Ne. Asmodee oder so? Ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es sieben Übel, dann gibt es die drei großen Übel und ja, Lilith ist halt die Tochter von einem. Der. Sie ist jetzt hier der große neue Gegner. Also im Diablo 3 hat man ja beziehungsweise in Diablo 2 schon hat man ja die großen Übel besiegt und in Steine eingeschlossen. Und im dritten Teil hat man dann Diablo versiegelt. Also war dann ja so, dass sie, ja, lange Geschichte, die Enkelin von Deckard Cain wurde dann quasi zu einem weiblichen Diablo. Und dann hat man ihn aber in den Stein eingeschlossen. Dann gab es Maltael, der ein gefallener Engel ist, der dann halt diesen Stein gestohlen hat. Und ich weiß nicht mehr die Motivation. Jedenfalls hat man ihn dann besiegt und dann wurde dieser Weltenstein zerstört. Und die ganzen Übel da drin wurden quasi wieder befreit. Ne? Ja, also gut, kenne ich mich da auch nicht aus. Jedenfalls sind jetzt die ganzen Übel wieder am Start. Und Lilith halt auch und will jetzt halt hier Reibach machen. Und wir versuchen das natürlich zu verhindern. Genau, nochmal zu dem Format. Wurde ich ja eben auch unterbrochen. Ach, guck mal, hier gibt es so ein Side-Hustle, so ein Kerker. Da kriegt man immer eine gute Belohnung. Da gehen wir mal rein. Ist natürlich auch irgendwie jetzt eine kleine Nebenaufgabe. Aber es lohnt sich, glaube ich. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das gesamte Spiel durchspielen würde. Ich bin halt auch schon so generell ein bisschen von der Idee ab, so längere Story-Spiele zu spielen. Ich finde das irgendwie, das ist halt so ein krasses Commitment, sich so viel dann anzugucken. Ne? Das habe ich ja bei der Harry Potter-Serie gesehen. Das sind dann irgendwie 40 Folgen. Und mal ganz ehrlich, wer guckt sich das an? So, ne? Also klar, es gibt Leute, die sowas gerne gucken. Aber dann finde ich so kurze Spiele schon wesentlich interessanter, wie die anderen Sachen, die ich gemacht habe. Sowas wie What Remains of Edith Finch oder Telling Lies. Oder Unpacking auch. Oder halt ein Spiel, was relativ kurz ist. Ne? Oder ja, wo halt auch viel passiert. Und hier bei Diablo, das ist ja auch viel Grind, ne? Und rumlaufen und es passiert nicht wirklich viel Spannendes. Und ich denke mal, man kann aber schon gucken, dass man die Story macht und dann halt danach den ganzen Grind, was sich wiederholt. Muss man sich dann ja nicht angucken, so. Ne? Das ist ja auch relativ langweilig irgendwann. Aber was man natürlich auch machen kann, ist dann so wie so ein Vlog machen. Ne? So, ja, komm, jetzt habe ich hier nochmal 10 Stunden, habe das und das erlebt und hier irgendwie neue Sachen freigeschaltet, kann ich euch mal zeigen. Aber ja, keine Ahnung, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Wollte erstmal nur ein Video machen. Und ja, wenn es irgendwie gut ist, dann mache ich auf jeden Fall auch noch mehr. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal so ein Ersteindruck, ne? Guck mal, hier hat man auch noch irgendwas verpasst, aber ich glaube, hier war diese erste Höhle. Da muss man jetzt nicht nochmal zurücklaufen. Oh Gott, jetzt sind hier ganz viele Spinnen. Aber ich bin mit dem Spell, bin ich schon echt zufrieden, muss ich sagen. Allgemein mit der Skillung. Da kann man echt, müsste man echt jetzt mal nächstes Level gucken, was man holt. Es gab ja von diesem Blitz, gab es ja diesen Spell, dass man schneller Mana wieder auffüllt. Gucke ich mir noch mal an.
Erstmal gucken wir, was wir hier Neues haben. Neue Stiefel. Aha, genau. Ein Amulett. Gegenstandsmacht. Ja, das ist so ein bisschen das Level von dem Gegenstand. Es ist wahrscheinlich so auch so ein Wert, damit man sieht, wie mächtig man ist, ne? Der jetzt keinerlei große Bedeutung hat. Ja, Widerstand gegen alle Schadensarten ist natürlich auch gut. Aber macht natürlich auch nicht mehr Schaden. Hier geht's weiter, okay. Ja, ich wollte mal ein bisschen gucken. Ich kenne natürlich jetzt auch schon ein bisschen hier die Tasten, die man drücken muss. Das wollte ich mir mal angucken. Der Shop. Also ich habe halt gehört, das sind alles Cosmetics. Ne? Und ja, das interessiert mich jetzt mal. Guck mal, hier gibt es ein Set. Ja, das sind wahrscheinlich so, ja, so Skins, ne? Finde ich jetzt auch nicht so krass, ehrlich gesagt, ne? Also. Weiß nicht. Was gibt's denn für einen Zauberer? Ja, nichts Cooles. Weiß nicht, Moos, brauche ich alles nicht. Brauche ich alles nicht. Was ist das hier? Erweiterung? Das bringt ja alles nichts. Was kostet denn diese Währung? Okay, also 1000 kosten 10 Euro. Und dann ist halt hier so eine Rüstung, kostet 28 Euro, also 2800. Könnte, okay, hier, 25 Euro für ein Skin. Habt ihr sie nicht mehr alle? 25 Euro. Wo ist denn hier überhaupt meine Belohnung, dass ich hier die Beta gespielt habe, bitteschön? Nee, das finde ich ist viel zu teuer. So ein Tier, auch schon 10 Euro, boah. Nee, Leute. Ich weiß nicht. Aber ganz ehrlich so, wer da Bock drauf hat und das viel spielt und da seinen Spaß dran hat, kann das gerne machen. Das habe ich halt nicht gecheckt, Erweiterung. Das bringt aber auch keine Verbesserung oder so. Okay, hier gibt es Clans, Freunde. 1%. Ja, okay, dann. Also mich stört der Shop jetzt nicht. Ganz ehrlich. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, muss man natürlich auch so sehen, dass das Spiel natürlich auch dann weiterentwickelt wird, ne? Wenn die damit Geld machen. Das ist ja bei vielen Service-Spielen so. Also es ist jetzt kein Service-Spiel in dem Sinne, dass man dafür nichts bezahlt anfangs. Es hat ja schon seinen Preis, das zu kaufen. Aber es wird ja auch weiterentwickelt. Und ja, da kann ich das schon verstehen, dass sowas gibt. Ne? So ein großer Konkurrent ist ja Path of Exile, was ein reines Service-Spiel ist. Und da kann man sich dann, man hat ja in der Stadt eine Truhe, da kannst du dir dann quasi noch eine zweite Truhe kaufen, wo du die Gegenstände drin lagern kannst. Und ja, keine Ahnung, gibt es dann einmal 10 Euro, hast halt immer diese Truhe. Ne? Und das Spiel ist an sich kostenlos, brauchst das alles nicht. Und das finde ich halt irgendwo fair, ne? Also jetzt sei dahingestellt, ob das 10 Euro wert ist, war jetzt auch nur ein Beispiel, ich weiß natürlich nicht, wie viel sowas kostet. Aber da kann man sich dann auch mal, wenn man Spaß dran hat, kann man sich auch mal für 10 Euro einen Skin kaufen. Aber ich weiß nicht, 25 Euro für eine Rüstung, die man sich dann auch noch nicht erarbeitet hat, so, ne? Ich weiß es nicht. Aber keine Ahnung, ich habe mir auch schon mal irgendwie in irgendwelchen Spielen irgendwas gekauft. Jetzt keine Skins, sondern irgendwelche neuen Klassen. Aber meistens kann man das auch erspielen.
Ja. Scheiterschuhe. Ne, Schreiter. Scheiterschuhe wäre auch geil. So, jetzt haben wir hier ganz viele Bären eingesammelt zwischendurch. Die sieht man jetzt hier nirgendwo. Aber ich glaube, die sind zum Craften. Sind wir eigentlich wieder Level Up? Ne, kurz davor. Komm, jetzt reden wir erstmal hier mit dem Dude. Ja, wo könnte er sein? Hier gibt es doch nicht noch einen geheimen Durchgang oder was? Okay. Ah, da ist ein geheimer Durchgang. Jetzt haben wir das geskippt. Gucken wir uns den Kopf mal an. Was hat er hier gemacht? Das ist die Verfolgerperspektive, dass man von hinten sieht. Da kommt der Junge. Kann hier über alles reden. Dann habt wenigstens den Anstand, mit mir zu Abend zu speisen. Ich bin wirklich sehr hungrig. Das machen wir. Eine unglaubliche Geschichte. Ich wünschte, sie wäre es nicht. Huch. Warum hatte ich diese Vision? Bedankt euch bei diesen netten Dorfbewohnern, die euch Liliths Blut gaben. Das Blut eines Dämons. Nicht irgendein Dämon. Die Tochter des Hasses. Die Mutter Sanctuarius. Sie wurde vor Ewigkeiten verbannt. Aber diese Welt ist ihre Schöpfung. Ihre Rückkehr wurde prophezeit. Was will sie? Das ist die Frage. Sanctuario war schon immer im Zentrum des ewigen Konflikts gefangen. Einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Doch Lilith dient keiner Seite. Sie hat ihre eigenen Pläne für uns. Und ich? Bin ich verderbt? Nicht sicher. Aber ihr habt eine Verbindung zu ihr. Was werdet ihr unternehmen? Die Bindung nutzen. Herausfinden, was sie vorhat. Gut. Dann stehen wir das gemeinsam durch. Ruht euch noch etwas aus. Dann begeben wir uns nach Kyovashat. Wenn wir Lilith nicht aufhalten, sind wir alle verdammt. Ah, Level Up. Sehr gut. Und wir haben Begleiter jetzt am Start. Er wirkt ja schon mal nett, ne? Abendessen, alles am Start. Das freut uns natürlich. Ja, jetzt müssen wir hier nach Kyovashat. Machen wir doch. Die kann man auch braten. Da gibt es noch mehr zu Abendessen. Das sind auch diese klassischen Gegner, die man schon aus Diablo 2 kennt. Ach, guck mal, hier ist so ein Schamane, der die wiederbelebt. Den muss man natürlich immer als erstes weghauen. Weil sonst kann man da ewig kämpfen. Ich glaube, man kriegt auch so da jetzt dann nicht nochmal XP, wenn die wieder erweckt wurden. Ja. Achso, genau, Level Up. Und hier sind wir noch nicht mit den ganzen... Ja, hier diese Eisrüstung ist geil. Auch wenn es kein... auch wenn es kein Feuerzauber ist. Aber das gucken wir uns dann nochmal an, wenn es soweit ist, ne? Ich würde vielleicht entweder den Schaden erhöhen, auch wenn es nur ein Punkt mehr ist, oder halt hier von...
Ja, die Modifikation. Moment mal. Das bringt aber nur 2 Mana, wenn es einen trifft. Und das Mana, es lädt sich schon sehr schnell auf, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und dann einmal drauf von ein bisschen mehr Mana. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Dann mach mal lieber hier erstmal den Schaden komplett hoch. Oder eine von denen hier. Wenn die brennen, verursachen sie 20 weniger Schaden. Alle 4 Sekunden. Da wird er bewegungsunfähig. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber 4 Sekunden ist schon eine relativ lange Zeit. Ne? Das wäre ja bei 25 Mana, wäre das ja unser komplettes Mana, was man dafür ausgibt. Also ich mache erstmal den Schaden hoch. Das sind dann von 31 Schaden auf 35 und von was war das genau? 42 auf 48. Und ich meine, umso öfter wir das jetzt machen, umso mehr Schaden wird das natürlich auch. Ne? Deswegen direkt das hoch machen. Ja, komm, das macht doch schon gut Schaden hier. Genau, und das Feuer, was um uns raus ist, ist diese erste Modifikation. Hätte man eigentlich auch gucken können, dass man das erstmal sein lässt. Ja. Ach so, wer will jetzt darüber reden? Der Engel Inarius. Inarius. Ihr habt die Kathedrale des Lichts doch sicherlich schon über ihren heiligen Vater schwadronieren hören. Nun, er ist echt. Ein Engel wandelt unter uns. Und wenn er erfährt, dass Lilith hier ist, wird Blut fließen. Sie sind uralte Feinde. Sie werden die ganze verdammte Welt in ihren Streit hineinziehen. Es sei denn, wir können das verhindern. Inarius, war das der Anführer? Kyovashad ist nicht mehr weit. Mögelig, bla bla bla. Ich weiß auch gar nicht. Die Lore ist eigentlich auch ganz interessant so. Es gibt ja auch mehrere Engel und so. Und ich weiß jetzt aber auch gar nicht mehr, wer Inarius war. Die haben auch alle so verschiedene Rollen irgendwie, ne? Wie die Übel auch. Die haben auch alle verschiedene. Ja, so der eine ist der Verderbter, der andere der Verdammnis. Und bei den Engeln ist es so einer der Rechtschaffenheit, einer des Lichts und ja, ich weiß es auch nicht. So wichtig kann es nicht sein. Aber es gibt auf jeden Fall den Erzengel Tyrael, der immer eine große Rolle spielt, der auf unserer Seite ist, der eigentlich auch relativ cool ist. Die sehen auch cool aus, die Engel, muss man dazu sagen. Ja, bin ich mal gespannt, ob man von denen auch jemanden wieder trifft. Das war ja im dritten Teil so, dass Tyrael sein Gedächtnis verloren hatte. Aber ja, werden wir, denke ich mal, noch erfahren. Und ich glaube, als so die Menschen, beziehungsweise die Nephilim, das sind ja auch irgendwie so quasi das Ergebnis von ja, Lilith und. Was war das? Ein Engel? Ne, ich weiß, keine Ahnung. Ich laber wahrscheinlich. Irgendwas Falsches, dann sage ich lieber nichts. Aber es ist auf jeden Fall, es gibt da schon irgendwie eine tiefer gehende Lore. Müsste man dann. Ach, guck mal, hier gibt es einen Erzbrocken. Den braucht man bestimmt zum Schmieden, den nehmen wir mal mit. Ja, eigentlich muss man die erst einmal entflamen und dann mit dem anderen Zauber. Ja, ich bin immer vorsichtig. Ach komm, jetzt kommen hier ganz viele Gegner. Nee, also Feuer macht mir schon Spaß, muss ich sagen. Hey. Ich hab verloren. Gott.
kommen aber doch viele hier auf einmal. Ja, es ist so ein bisschen der Nachteil als Fernkämpfer, dass man hier immer so ein bisschen weggehen muss, dann angreifen. Oh nein, jetzt hauen die hier den Wagen kaputt. Das wollen wir natürlich nicht. Ich stelle mich jetzt auch gerade nicht so mega gut an hier. Ich finde, die Maus ist irgendwie klein. Nein, jetzt bin ich auch noch gestorben. Oh, jetzt nicht aufgepasst. Ja, 10% Haltbarkeit. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Muss man halt ein bisschen Geld ausgeben, um die Sachen zu reparieren. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet eigentlich? Wahrscheinlich haben wir den Feuerspell noch nicht genug aufgelevelt. Ja. Aber zumindest haben wir noch ein bisschen XP dazu bekommen. Und was wollte ich sagen? Achso, ja genau, die Sachen, die haben Haltbarkeit. Sieht man ja hier unten, Haltbarkeit 90 von 100. Und wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, unbedingt irgendwo hin durchrushen willst. Moment. Okay, dann haben wir das jetzt verkackt, da unten, die Nebenquest, ne? Ja, okay, dann ist er halt gestorben. Machst du nichts. Bedeutungslose Geste, doch manche finden Trost darin. Wie könnt ihr es wagen? Lasst ihn passieren, Junge. Ich habe jahrelang versucht, Lorat zu dem Ritual zu überreden. Nun gut, aber die bleibt hier. Wir treffen uns drinnen. Ich muss jetzt das Ritual machen, oder was? Verbrennt, wird das Licht eure Sünde verbrennen. Das klingt gut, das machen wir. So. Hat er jetzt genommen? So, was machen wir denn? Was ist denn unsere größte Sünde? Ein unleserliches Gekritzel. Ja, ich bin schon gierig, muss ich sagen. Ne, aber nicht so, auch nicht zu krass. Zu geierig bin ich auch nicht. Stolz, ja. Stolz bin ich auch. Wut, alles. Deswegen mach ich mal alles. Das ist Zeitverschwendung. Ja. Etwas gesagt? Nein. Kann ja eh keiner kontrollieren, ne? So. Vielleicht die Götter. Gut. Ihr müsst das Gefühl haben, dass euch eine große Last von den Schultern genommen wurde. Willkommen in Kyovashat. Ich denke, mehrere Sünden da drauf schreiben, die mir dann alle entlastet werden. So, ich gucke nochmal gerade. Aber ich hatte irgendwie Erinnerung, dass hier ein Teleportpunkt war. Guck mal, das ist die Weltkarte. Ich kann überall hinlaufen. Das ist jetzt so eine offene Map, ne? Ja. Es ist auf jeden Fall auch neu. Also es war ja früher so, dass es immer zufallsgeneriert war, die Welt. So ein bisschen, jedenfalls. Also schon sehr gleich, wenn man ehrlich ist, aber naja. Also, was habt ihr auf dieses Stück Holz geschrieben? Wahrscheinlich überhaupt nichts. Das sagt. Ja, hat uns durchschaut. Ich werde mich in die Trockensteppe begeben, um den fallenden Mann aus eurer Vision zu suchen. Ich muss wissen, welche Rolle er bei all dem spielt. Doch wenn ich einen Handel abschließe, müsst ihr noch etwas beschaffen, das mir gehört. Ein Händler im Zentrum der Stadt hat es. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Ja, eine geile Stimme, der Dude, ne? Ja, ich will jetzt gar nicht so viel hier labern. Die Kathedrale liebt es, von ihm zu schwärmen. Seine Gefangenschaft in der Hölle, seine heroische Flucht, seine glorreiche Rückkehr hierher. In die Welt, die er erschuf.
Aber sie erwähnen nie, dass man durch jahrtausende lange Folter in der Hölle ein ziemlicher Arsch wird. Ja, das ist der Inarius, den ich kenne. Schadige Hufe, Senkrücken. Ach komm, das ist schon ganz interessant, was die hier... Das arme Ding ist praktisch Krähenfutter. Für den Preis habt ihr Glück, dass sie vier Beine hat. Es gab eine Prophezeiung, ja. Sie sagte den Aufstieg der großen Übel voraus. Die Rückkehr von Lelith und Inarius. Den Untergang unserer Welt. Inarius hat die Prophezeiung für seine eigenen egoistischen Zwecke adaptiert. Sie in die Predigten der Kathedrale des Lichts eingeführt und es so klingen lassen, als wäre er der Held, der uns rettet. Ja. Ganz interessant. So, jetzt sind wir hier in der Stadt, ne? Und hier kann man schon relativ viel machen, ne? Wen haben wir hier? Achso, das ist gar nicht hier der Dude, zu dem ich wollte, sondern hier. Kann man sich jetzt Tränke... Ach, sieht ja schön aus hier. Kann man sich jetzt Tränke machen? Achso, genau, das ist der Heiltrank, den wir hier haben, ne? Den man verbessern kann. Und hier gibt es diese Elixiere. Da haben wir eben ein paar Beeren gesammelt. Und genau, da kann ich jetzt einen Trank machen. Erhöht 30 Minuten lang die Rüstung um 50 Dornen und die Erfahrung um 5%. Ne? Das ist halt das, was man irgendwie auf jeden Fall haben will die ganze Zeit aktiv. Ne? Können aber auch, glaube ich, nur einen machen. Ne? Okay, machen wir hier einen Trank. Und was kannst du hier machen? Kräuterfrähen, Weißbeere. Und was bringt das? Also ich kann... Muss 5 Galgenreben eine Weißbeere machen, oder wie? Aus Eisen kann man Silber machen. Wie unlogisch ist das bitte? Ja gut, aber ich meine, wir brauchen das jetzt eh nicht. Nehmen wir erstmal so hin. Hier kann man sich wahrscheinlich heilen lassen. Dankeschön. Ah, guck mal, hier ist der Schmied. Aber erstmal mit dem Händler sprechen. Nö. Wenn er seine Waffe will, müsst ihr bezahlen. Na gut, kaufen wir die Waffe. Oh, was? 20 Gold. Bucher. So, die ist jetzt hier. Der alte Mann hat mir ebenfalls das hier verkauft. Er sagte, er benötige es nicht mehr, aber ich glaube, er würde es trotzdem gerne wieder haben. Kostenlos. Ein Amulett. Seltsames Amulett. Okay. Hier gibt es jetzt noch andere Sachen, aber die sind alle irgendwie nicht so cool. Neue Ware in 55 Minuten. Bei den Rüstungen, ja, muss man jetzt nicht unbedingt haben. Vor allem, dann kaufst du hier für 2000 Gold, was wir nicht mal haben, die Rüstung. 2 Minuten später findest du eine bessere. So, lass mal schön bleiben. Also hier kann man jetzt die Sachen auch reparieren, das machen wir mal. Also, man hat ja jetzt auch hier sehr viele Ausrüstungsgegenstände. Die sind alle... Ne, die Schuhe, jetzt ziehe ich noch an. Die sind ja alle schlechter. Und jetzt kann man die entweder verkaufen oder man verwertet die. Wenn man die verwertet, bekommt man hier Materialien dafür. Ich kann ja mal eine Sache verwerten hier. Ah ne, jetzt... Habe ich jetzt schon? So, ein Rohleder habe ich jetzt bekommen. Ne? Wo sind denn überhaupt die... Wo sind denn die Materialien? Ach, hier. Pflanzen. Ach, das haben sie echt jetzt hier komplett ausgelagert. Das war früher, war das noch irgendwie... Ne, ich weiß es gar nicht. Das war hier unten oder so.
Aber gibt's ja auf jeden Fall, beziehungsweise das war, glaube ich, sogar im Inventar. Ja, jedenfalls, die braucht man halt auch später, um Sachen zu schmieden. Und ich würde sagen, ich verwerte alles. Verwerte einfach alles, deswegen gibt es auch den Knopf hier. Und jetzt haben wir auch ganz viele Gegenstände bekommen. Transmog freigeschaltet, das heißt, man kann die Sachen jetzt auch so aussehen lassen. Und ja, genau. Aber ist natürlich auch nicht schlecht, Gold zu haben, ne? Also irgendwie muss man gucken. Hier haben wir jetzt einen Wegpunkt. Da kann man sich teleportieren jetzt. Und genau, das ist das, was ich eben gemeint habe. Dieser Wegpunkt, der war eben noch nicht da, ne? Also bin ich mir sicher, der war noch nicht da. Aber gut. Jetzt gibt es halt Wegpunkte. Wir können uns ja auch noch kurz hier die anderen Sachen anschauen. Was ist das jetzt? Ihr könnt Ansehen verdienen, indem ihr verschiedene Aktivitäten. Achso, das sind hier so Nebenquests und sowas, ne? Genau. Ein Erhalt von Ansehen bringt euch bestimmten grenzwerten Belohnungen ein. Ihr seht den Status eures Ansehens für jede Region auf der Karte. So. Hier wird auch nur palavert. Aber wir haben scheinbar hier schon unser Zimmer, ohne da irgendwie was buchen zu müssen. Und hier kann man jetzt die Sachen transmoggen. Ja. Das ist das, wofür man dann auch Geld ausgeben kann. Genau. Da kann man sich dann halt die coolen fancy Sachen schon anziehen. Aber ich meine, es kommen ja später auch sowieso noch coole Sachen dazu. Da muss man sich jetzt keine Sachen kaufen. Was ist das hier? Ach, guck mal, man kann es tatsächlich nochmal ändern. Kann seinen Grabstein verändern. Und hier nochmal zum Shop. Nee. Ja, genau. Und hier kannst du halt wirklich Sachen dann reinhauen. Genau, und das kostet normales Geld. Ne? Das ist kein Echtgeld hier, wie bei Path of Exile. Oder bei Path of Exile gibt es wahrscheinlich beides. Das konnte man sich auch in Diablo 3 dann noch in den Seasons erspielen. Da musstest du quasi alles nochmal neu machen. Hast dafür einen Reiter noch bekommen. Ja, was ich gerne wissen würde. Ich habe doch die Beta gespielt. Wo ist denn meine Belohnung dafür? Bitte. Da habe ich doch einen Skin freigeschaltet. Und ich habe ja auch die Ultimate Edition. Da soll es ja auch einen Battle Pass geben. Den Battle Pass, den habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man den erst noch freischaltet. Nachdem man das Spiel durch hat oder so. Ich weiß es nicht. Ja, hier so Juwelier und so ein Kram. Erstmal super teuer. Bringt nur ein bisschen mehr Verteidigung. Und ja, beim Juwelier können wir eh noch nichts machen. Er hat später so Edelsteine, die man in Rüstungen reinmachen kann, um Werte zu verbessern. Ich weiß auch gar nicht, ob es Runen gibt. Ja, hier hast du deine Waffe. Schwur, Sanctuario vor Dämonen zu beschützen. Heutzutage sind wir nur wenige. Es gibt einen anderen Horadrim, Donan. Sein Wissen über Dämonen wird nur von seiner Überheblichkeit übertroffen. Klingt, als könnte er uns helfen. Ihr solltet ihn ins Kosglen aufsuchen. Aber vergesst nicht die Kathedrale. Sie erwarten euch und könnten nützliche Verbündete sein. Ihr kommt nicht mit? Ich werde die Trockensteppe besuchen, um herauszufinden, wer dieser fahle Mann ist. Ihr könnt mitkommen, aber seid vorsichtig. Eure Verbindung zu Lilith, eure Visionen. Ihr seid der Schlüssel, um sie zu finden und ihre Pläne zu durchkreuzen. Ich bin immer vorsichtig, habe ich doch eben schon gesagt. Okay. Manchmal sind unsere Wege vorbestimmt, sich zu kreuzen. Wir wissen es nur nicht. Ob es Zufall war oder das Schicksal,
Wir können nichts dagegen tun. So, das gleiche Zufall und Schicksal. Eine Wanderin, befleckt von Lilis Blut, errettet von einem einsamen Mönch. Verschiedene Leben und Ereignisse fielen zusammen. Wodurch? Schicksal? Oder zog eine höhere Macht die Fäden? Ich wusste es nicht. Doch damals glaubte ich, ich könnte die Menschheit vor der Tochter des Hasses schützen. Die Verbindung zwischen der Wanderin und ihr gab mir Hoffnung. Man stelle sich das vor. Das hört sich ja schon mal nicht so geil an. Ja, nachdem man jetzt, kriegt schon so diese Vibes aus dem ersten Teil, wo man der Held, den man im ersten Teil war, der dann im zweiten Teil zu Diablo wurde. Ach guck mal, Quest abgeschlossen. Käufe finden. Ja, das haben wir ja schon, So, hier bekommt man jetzt die Skins und die Pferdeskins. Gekaufte Rüstungen finden sich in der Kommode. Reittiere auch. Ja, und hier sind noch irgendwelche Emojis. Hallo. Irgendein Kram machen. Ihr liebäugelt mit Schmerz und Tod. Ach guck mal, hier gibt's jetzt auch schon die Nebenquests. Können wir uns auch mal angucken. Ja, aber das ist halt wirklich dann so, muss man das alles, muss ich euch das jetzt alles zeigen? Nein, soll es nicht klingen, aber es ist so interessant, dann die ganzen Nebenquests noch zu machen. Naja, Bosan ist noch immer unterwegs, um Menestat unsere Zehntforderungen zu überbringen. Ah ja, okay. Vielleicht könntet ihr da draußen nach ihm sehen und herausfinden, wieso... Ja komm, das ist zu viel Palaver. Die sind doch alle so blass hier irgendwie. So ein bisschen Sonnentanken, Vitamin D. Und hier sieht man jetzt schon andere Spieler, ne? Das ist ja so ein... Ich glaube Shared World oder wie das heißt. Da sieht man hier schon andere Leute, die hier rumstehen. Wie, die haben sich keine Skins gekauft? Was ist das denn? Was ist das denn für arme Schlucker? So, Tagebuch-Shop. Achso, ich hab doch irgendwo... Genau, hier ist meine Belohnung. Neue Schuhe. Ach, jetzt kannst du sogar das... Ach, der Transmog hat er jetzt automatisch schon dann für den Slot übernommen, anstatt für den Gegenstand. Das ist ja cool, weil ich finde, das sieht irgendwie cooler aus, als wenn man jetzt hier mit so fancy... Obwohl... Lassen die fancy Schuhe mal an. Ja, okay. Den Trank trinken wir gleich, wenn wir Monster anfangen, Monster wegzuhauen. Und reden wir nochmal mit dem. Die neuen Milizrekruten trainieren Tag und Nacht. Sie haben etwas Lob verdient. Aber ich kann nicht zulassen, dass sie mich als Weichling sehen. Okay, dann machen wir das. Hier geht es jetzt darum, hier wirklich dieses Emoji herzunehmen. Und dann jubeln wir die mal zu. Gut gemacht. Kann ich ja gar nicht. Habe ich jetzt die... muss ich die Quest annehmen oder? Oder beziehungsweise hier auswählen? So. Danke. Hat geklappt. Wir wollen nicht, dass sie zu weich werden. So, jetzt sind noch... Ja. Jetzt haben wir auch schon über eine Stunde hier. Und sind Level Up. Das ist immer noch nicht freigeschaltet. Und das kann man jetzt schon auf 38 machen. Machen wir doch. Den Slot, den gibt es... nach 7 Fähigkeitspunkten. Dient. Wie viele Fähigkeitspunkte haben wir denn? Hier, das ist 1, 2, 3, 6. Muss ich das jetzt selbst nachzählen oder was? Ach, guck mal, hier kann man wirklich jetzt auch
Was ist denn Feuer? Pyromantie. Ach, das steht da oben. Kern, Pyromantie, kanalisiert. Ah, guck mal, so eine Kräutertruhe, die kann man aufmachen und dann fällt da irgendein Shit raus. Ja, genau. Ne, ich würde sagen, vielleicht ist das auch ein ganz guter Punkt, um hier einen Break zu machen. Weil ich wollte mir sowieso jetzt nochmal hier die Einstellungen angucken und ja, was mir auch nicht so gefällt, ist hier bei dem, ja, hier das Fenster, was ich jetzt hier neu habe, dass hier so ein Bereich ist, der relativ statisch ist. Und vielleicht kann man das Fenster noch ein bisschen kleiner machen. Da muss man ja auch nicht, mein Arm muss man jetzt auch nicht sehen. Ja, gucke ich mir nochmal an, wie man das noch verbessern kann. Könnt ihr gerne euren Senf dazugeben, was euch jetzt besser gefällt. Ich habe ja auch noch hier diesen. Ich weiß.